So, hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Video. Ich habe eine Party erstellt mit Beitrittsanfrage, wo ich heute schreibe, wo ich gesagt habe, dass ich heute das letzte Mal online sein werde. Und im Hintergrund habe ich noch Musik an, also falls dieses Video. Ich komme mal kurz zur Sache. Heute werde ich im wahrsten Sinne des Wortes das letzte Mal online sein. Und wenn ich dann online sein sollte, bin ich nur in Netflix oder YouTube. Spielen, zocken, tue ich nicht. Möchte ich euch nur mal kurz wissen lassen. Es kann sogar sein, dass ich heute Abend auf Twitch einen Stream mache, wo ich das sogar noch bewusst sage, dass ich das letzte Mal online sein werde. Und bitte nimmt mir das nicht übel. Ich habe, wie gesagt, arge Probleme, private Probleme. Und ich möchte nicht, dass das auf meine Freunde, beziehungsweise auf meine Zuschauer und auf meine Freunde abfärbt. Somit möchte ich eigentlich euch in Schutz nehmen vor einer gewissen Person. Die meisten kennen ihn. Und da bin ich halt wieder komplett allergisch gegen. Entschuldigung, und möchte halt euch somit in Schutz nehmen. Aber es geht halt nicht immer. Ihr könnt mir zwar folgen auf PlayStation, ihr habt meinen Namen gerade gesehen. Snake the Psycho. Da könnt ihr mir gerne folgen. Ihr könnt mir folgen, was auch ever. Ihr könnt mir folgen und ich suche mir ein paar Leute raus, denen ich eine Freundschaftsanfrage schicke. Momentchen bitte. The Unterstrich Psycho. Das ist mein Name und wenn ihr wollt, ist kein Problem, wenn ihr eine PS4, eine PS5, könnt ihr mir folgen. Ich suche mir dann ein, zwei Leute raus, mit denen ich dann befreundet sein werde und also den Leuten schicke ich dann auch eine FA. Und seid nicht traurig, wenn ihr mal nicht dabei seid. Vielleicht beim nächsten Mal. Die drei obersten Leute tue ich in meine FL hinzufügen. Aber wenn es nur eine Person ist, die mit einem jeweils anderen Account ist, braucht ihr gar nicht bei mir ankommen. Ich merke sowas. Dieses Video soll jetzt an euch gerichtet sein, damit ihr nochmal genauer Bescheid wisst. Ich werde wahrscheinlich heute Abend auf Twitch einen Stream machen. Ihr könnt mir gerne reinfolgen. Auf Twitch heiße ich genau wie auf YouTube. Und da könnt ihr mir gerne folgen. Ihr könnt mir in den Chat schreiben. Was soll denn das, Snake? Wir mögen dich doch alle. Oder wir hassen dich. Geh weg. Oder was weiß ich. Also ihr könnt da wirklich alles reinschreiben. Aber ihr könnt damit rechnen, dass ich mich in dem Sinne auch wehren tue. So. Und das sei nochmal an euch kurz gewidmet. Hier habt ihr nochmal den Namen. Snake unterstrich The Psycho. Also bitte, ihr könnt mir folgen. Ist gar kein Problem. Die drei obersten Leute suche ich mir raus. Egal ob Junge oder Mädchen. Das ist mir Wumpe. Ich folge jedem oder ich schicke jedem eine FA. Aber ich kann euch nochmal direkt sagen, wenn man mein Vertrauen ausnutzen tut, da fliegt ihr so schnell wieder runter, dass ihr wieder so schnell wie ihr gekommen seid. Vertraut ihr, tut ihr einmal mein Vertrauen ausnutzen, könnt ihr gleich sagen, tschüss, tschüss, Snake, Deutsch. Könnt ihr gleich sagen, tschüss, Snake. Und die Snake Family, in der ich bin, meine eigene Gruppe, möchte ich auch nochmal kurz gewidmet haben. Ihr könnt gerne reinkommen, beziehungsweise ich lade euch dann in die Snake Family ein. Es gibt da eine Regel, beziehungsweise mehrere, aber diese eine Regel ist am wichtigsten. Der Name von der Snake Family wird nicht geändert. Es gibt Bannungsanträge, die mache ich. Es gibt eine Woche bis 3 Wochen. Und dann gibt es den Permaban. Seid ihr bei Permaban angekommen, braucht ihr nicht mehr mit, meine Freunde kommen hier, lad mich noch mal in die Snake Family ein. Nein, machen sie nicht.
Es gibt eine Woche, 2 Wochen, 3 Wochen Bann und dann gibt es den Permaban. Also, Leute, ihr könnt gerne rein, ich habe da nichts dagegen, aber wenn ihr euch nicht an die Regeln haltet, Party starten kein Problem. Schreiben auch kein Problem, aber wenn ich sage, ich bin in 5 Minuten live oder ich mache ein Video in 5 Minuten, dann möchte ich, dass nicht geschrieben wird in der Gruppe. Ich hoffe, das könnt ihr euch merken, falls ihr mal in der Snack Family sein solltet. Ihr könnt natürlich auch mir in die Kommentare schreiben, was ihr für Aktionsvorschläge für die Snack Family habt. Alles ist willkommen. Also, ich bin da ganz offen. Ihr könnt schreiben, was ihr wollt. Name der PlayStation braucht ihr mir direkt auch nicht in die Kommentare schreiben, weil wenn ihr mir folgen tut, sehe ich ja euren Namen und schicke mir und schicke auch dem dann eine Freundschaftsanfrage. So, und das war's mit dem Video. Ich dachte jetzt in der Zwischenzeit joint jemand. Aber nicht gejoint. Dann sag ich jetzt mal von meiner Seite her, Freunde, nehmt mir das wie gesagt nicht übel, wenn ihr nicht dabei sein solltet. Ich wollte eigentlich wieder was anderes sagen, aber egal. Seid nicht traurig, dass ihr nicht dabei sein solltet. Wenn ihr nicht dabei sein solltet, dann vielleicht beim nächsten Mal. Aber Spamming braucht ihr auch nicht, weil dann kann ich euch melden. Und möchte ich ungerne. Ich habe schon mindestens 2 Bannanträge auf dem Account mit dem, ja, mit dem Account. Und mir fehlt dann noch einen fehlerhaften Meldegrund und naja. Aber da kenne ich einen guten Trick. Da kenne ich einen sehr, sehr guten Trick, um an den Bannantrag drumherum zu kommen. Von Sony. So, und ich möchte jetzt mal gesagt haben, ihr könnt mir folgen, ihr könnt mir. Naja, Nachrichten indirekt kann ihr mir nicht schreiben, obwohl ich. Warte mal, ich glaube, ich mache sogar öffentlich, wo ihr mir schreiben könnt. Dann mache ich heute das öffentlich. Dann könnt ihr mir den ganzen Tag über schreiben. Aber sobald ich merke, dass einer von euch was mit Donnerherrscher zu tun hat, obwohl der hat es eigentlich gar nicht verdient, in das Video zu kommen, egal, dann seid ihr schneller weg, als ihr denken könnt. Also bitte nur diejenigen, die wirklich keine, die nichts damit zu tun haben. Bitte. Ich bin nämlich schon genug am Ende. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. In meiner Hinsicht sage ich jetzt mal Ciao.